Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um Zubiris. Zubiris hat nur eine Schwäche und das wäre die Feenschwäche. Wir treffen da auf ein paar Pokémon. Azu, was häufiger vorkommt, oder Felinara, Volnona oder auch Flunkiefer und solche ganzen Konsorten. Und ich versuche mit der Backline so ein bisschen gegenzuarbeiten. Flunkiefer könnte ich, ja doch, das könnte rundum so ein bisschen nervig werden. Aber das ist nichts, das man nicht besiegen kann, um Gottes Willen. Also, das wird schon gut funktionieren. Es würde mich mega freuen, wenn bei dir auch der Abo-Button funktioniert. Das heißt, einmal draufdrücken, gucken, ob es klappt und mich supporten. Das wäre ganz geil. Der nächste Step, wir machen jetzt keine halben Sachen mehr. Ich werde jetzt nicht sagen, hier, nächster Step 950. Nein, straight up, die 1000 sind der nächste Step. Das zu erreichen, wäre geil. Das schaffe ich natürlich nur mit eurer Hilfe. Also, wir starten. Komm schon, wir quasseln nicht mehr. Let's go. Ich könnte immer weiter und weiter quasseln. Möchte ich aber gar nicht, beziehungsweise ich glaube nicht, dass ihr das möchtet. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ihr ein Video sehen wollt. Das heißt, hier gegen den Menschen hier einfach mal in den Kampf reingehen und gucken. Zubiris, geiles Teil, Ariados ist besiegbar, aber nervig auf Dauer. Es kommt halt immer drauf an. Wir sind halt gut unterwegs, jetzt kommt ein Anfallen rein. Niantic, in der Theorie hätte ich hier ausholen dürfen, warum funktioniert das nicht? Ist in Ordnung, ihr habt einfach keinen Bock, ich verstehe. Ist ja nicht so, dass die Weltmeisterschaft kurz bevorsteht und man schon Lust hätte da so, okay, er kriegt sie, alles klar. Das ist super, hey, das läuft bestimmt gut mit der WM. Ihr werdet da auf jeden Fall gut unterwegs sein. 1, 2 und abfangen. Du setzt nicht ein, ist aber trotzdem kein Problem. Denn Nidoqueen resistiert deine ganzen Attacken. Weshalb ich jetzt hier problemlos das Anfall nehme. Du könntest auch drin bleiben und mir gleich noch eins drücken. Das hingegen ist eine super Antwort gegen dieses Pokémon hier. Da du mein komplettes Moveset resistierst. Es sei denn, ich würde ein Steinkanten-Move usen. Das wäre natürlich extrem gut. Habe ich leider nicht. Weshalb wir das jetzt so spielen müssen. Ich gehe stark davon aus, dass der Gegner hier massiv overfarmt. Das würde ich euch in solchen Situationen natürlich empfehlen, da man hier die Möglichkeit hat, so ein bisschen was wegzustecken. Aber er sollte sich nicht zu viel Zeit lassen, denn Nidoqueen in einem Gegner oder mit einem Gegner, welcher nicht rauswechseln kann, wird zur extremen Zeitbombe, da wir die Möglichkeit haben, durch unseren Giftzahn auf Dauer heftigen Schaden rauszuhauen. Er hat hier blind eingesetzt, weshalb ich hier, denke ich, einmal schilde. Denn er wird nicht mehr allzu viel Energie haben, weshalb wir hier ein bisschen overfarmen können. So, jetzt setzen wir ein. Hätte ich nicht machen müssen. Doof getimed, ist aber in Ordnung. Da hätte ich vielleicht sogar Richtung Farmdown gehen können, hätte aber da nochmal eine Attacke gefressen, was du uns hier zeigst. Ich denke, ich lasse mich hier drauf gehen aus dem einfachen Grund, weil ich dich mit Pi und Draghi runterfarmen kann. Ich überlebe das sogar, was nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist. 1, 2, oh, perfekt runtergefarmt, sauber. Du hättest da auch schon rauswechseln sollen, um mir nicht die Möglichkeit zu geben, hier Extremfarm zu betreiben. Du kommst mit einem Slimog rein, was nicht unbedingt gut ist, da du alles von mir resistierst. Das Schöne ist aber, dass ich ebenfalls von dir deine Attacken resistiere. Und ich rechne ganz, ganz stark damit, mein Freund, dass du mir hier gleich mit einem Säurespeier kommst. Weshalb ich die Attacken von dir höchstwahrscheinlich durchlasse. Du willst vielleicht den Weg für dein Ariados so ein bisschen leichter machen. Das ist so die Möglichkeit, die mir im Kopf schwebt. Das Problem ist, wenn ich jetzt einen heftigen Move von dir durchlasse, wird's nervig. Die hätten wir vielleicht sogar schilden können. So ist aber in Ordnung, dass wir es nicht gemacht haben. Jetzt setzen wir hier ein, können dir höchstwahrscheinlich ein Schild ziehen. Was in der Situation wichtig ist. Dann machen wir noch 2, 1. Ah, okay. Du hast jetzt schon deine Attacke. Hast du die nächste bei 4? Soll ich dann versuchen abzufangen? Das wird jetzt hier halt ein Köderspiel, ne? Das heißt 1, 2, 3, wir gehen jetzt raus aus Angst und das hat perfekt gepasst. Das war so wichtig, dass das hier funktioniert hat, hier abzufangen, weil ich war mir nicht mehr sicher und intuitiv bin ich raus. So, 1, 2,
3. Ich hätte mir noch eine holen können. Hätte ich machen müssen, weil ich glaube, dass der Gegner jetzt gleich noch einen Move schafft. Ein bisschen mehr Overfarm. Er hat, denke ich, jetzt sogar noch eine Attacke ready. 1. So hat er noch nicht. Ich denke aber leider, das reicht ja nicht aus. Wir haben es jetzt spielerisch nicht schlecht gemacht, aber werden das hier, glaube ich, leider nicht gewinnen können, ne? Oder? Oh, Pion Draghi, du bist so gut. Du bist so gut. Okay, das geht in Ordnung. Das sollte zwar ein Zubiris-Video werden, aber im ersten Kampf konnte sich Pion Draghi durchsetzen. Ist in Ordnung. Dafür haben wir das Ding natürlich mit. Zubiris hat seine Sachen, denke ich, schon ganz gut gemacht. Das Ding ist halt mit eins meiner Lieblings-Pokémon. Es ist sehr cool. Erinnert mich an die alte Zeit, an die alte Smaragd-Zeit und das Ding ist einfach klasse. So, unsere Sofortattacken machen natürlich viel mehr Schaden. Das hier finde ich ein wenig nervig. Da ich aber die Möglichkeit habe, hier ein Schild direkt von dir zu bekommen, möchten wir das natürlich auch machen. Das heißt, Schild kommt und dann gehen wir raus. Durch die Resistenzen gehen wir hier rein. Du machst nach wie vor guten Damage. Ist aber in Ordnung. Eine Laubklinge möchte ich jetzt nicht unbedingt durchlassen, da du mich danach runterfarmen könntest. Da habe ich keinen Bock drauf. Jetzt können wir aber overfarmen. Was wir natürlich machen, wir können hier fast 2 Attacken am Start haben. Schaffen wir sogar. Das heißt, wenn du es durchlässt, könnten wir danach den nächsten Move raushauen. Wird aber einfach davon abhängig, wie du das hier handhaben willst. Du machst es so, okay. Kommt Frostedge wieder rein? Ja. Das heißt, da wir hier die Unlichtattacken haben, sind wir sehr effektiv gegen dich und bekommen eventuell ein Schild. Bekommen wir nicht. Kann ich runterfahren? Kann ich. Perfekt, durch die Absenkung. Letztes Pokémon ist ein Scherox. Das heißt, wir bekommen ein Schild, was sehr gut ist, was wirklich gut ist. Zack. Und dann gehen wir raus, damit du mich nicht runterfarmst. Und das sieht klasse aus, ne? Da ich zur Attacke ausgeholt habe, sollte ich bestimmt in der Möglichkeit... Ja, ich habe die Möglichkeit hier zu schilden und dann noch zum Schmarotzer zu kommen, oder? Bitte. Weil ich ausgeholt habe, jetzt Attacke raushauen, perfekt. Denn ich gehe felsenfest davon über... Ah, doch, ich gehe davon aus, dass es ausreicht. Ich mische die ganze Zeit irgendwelche Wörter. Ah, du gibst auf, perfekt. Denn dieser Schmarotzer gegen ein Krypto-Scherox hätte ausgereicht. Das Ding ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, ordentlich was wegzutanken, weshalb alles da schon viel Schaden verursacht. So, Team gefällt mir. Ist simpel, ist leicht nachzubauen. Das Prinzip ist, denke ich, gut zu verstehen, aber es funktioniert halt, weil es ein cooles Team ist. Weil es halt so simpel ist. Schön zu spielen. Calamanero. Du hast Schmarotzer und du besitzt die Möglichkeit, Kraftkoloss zu nutzen. Ich gehe davon aus, dass das ein Schmarotzer hier ist. Den lassen wir erstmal durch. So, du bist ebenfalls ein sehr cooles Pokémon. 1, 2, 3, 4, 5. Du kriegst die Extra-Attacke, ist in Ordnung. Das Ding habe ich noch nicht einmal in einem Video gezeigt, was irgendwie schade ist, weil es das auch wert ist, weil es ein geiles Ding ist. So, gewinne ich die Gleichstände? Perfekt, du? Ah, du gehst nicht mal auf den Gleichstand. Ja, sauber. Das heißt, zweiter Schild kommt von dir, ne? Du lässt das durch? Interessant, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Kann ich schilden und runterfarmen? Ich glaube nämlich nicht, du bekommst noch eine Attacke. Au, oh, du machst das so interessant. Aber das Schöne ist, dass das hier nur ein Giftzahn ist und ich den überlebe. Was mir eigentlich ganz gut gefällt. Das heißt, Giftzahn kommt, den kann ich wegtanken. Du holst sogar noch zur Attacke aus, ist aber okay. Danach gehen wir in Pion Draghi. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Da muss... Ja, da reden wir, ja, wir resistieren deine Attacken. Weshalb das nicht schlecht ist, hier reinzuwechseln. Ich gehe davon aus, dass es der nächste Giftzahn ist. Ein Spukball solltest du nicht haben. Du willst einfach nur, dass deine Sofortattacken mehr Damage machen. Aber ich habe hier die Möglichkeit, wieder ein bisschen zu overfarmen, ne? So, jetzt gehen wir hier auf den Move. Der reicht bestimmt nicht aus. Was jetzt nicht cool ist, je nachdem, wie viel Schaden ich verursache.
Runterfarmen kann ich nicht, oder? Wenn die Server hier irgendwas machen, hallo? Hallöchen? Was ist los? Darf hier keiner mehr was machen? Werde ich jetzt hier runtergefarmt? Wird der Gegner runtergefarmt? Wie, was wird das? Na, Intik. Was wird das? Sag mal bitte. Was ist los? Ich möchte doch einfach nur hier irgendwas machen. Ich darf nicht. Ihr dürft nicht. Keiner darf. Ist der Kampf jetzt hier zu Ende? Ich kann auch... Fünf-Finger-Technik. Zack, 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 zack. Hallo? Guck mal, ich tippe, ich tippe, ich tippe. Zack, und hier und da, und was ist jetzt passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Das verursacht keinen Schaden. Und da kommt die nächste Attacke. Es ist sehr spannend. Ich nenne es spannend. Der nächste Giftzahn. Der verursacht diesmal Schaden. Reinkommt ein Knogger. So. Wie kann das Knogger schon eine Attacke haben? Kann mir das einer verraten? Warum hat das denn schon einen Move? Hm? Ich verstehe es nicht. Jetzt schaffst du doch noch eine Attacke, oder? Niantic, wie denn? Sag mal bitte einer wie. Was habe ich denn jetzt alles verpasst in der Zeit, wo ich mich nicht bewegen konnte? Ich weiß es tatsächlich nicht. So, ich erreiche aber noch Erdkräfte, was ich gut finde. Denn das sollte hier ausreichen. Oder sag mir nicht, du kannst hier noch abfangen. Nein, kannst du nicht und ich kann nicht runterfarmen. Na, perfekt. So, Zubiris farmt runter. Nervig. Dann kommt das hier wieder rein. So, eine Sofortattacke von uns beiden besiegt. Das heißt, zack, ich besiege dich jetzt hier. Und dein letztes Pokémon war das und ich habe eine Attacke ready, ne? Durch die ganzen Serverprobleme habe ich eine Attacke ready, weil ich einfach nicht einsetzen konnte. So, meine Freunde, jetzt sag mir mal einer, dass Niantic mir keine Steine in den Weg schmeißt. Hm, es tut mir leid, dass ihr euch diesen Kampf hier reinziehen musstet. Aber es ist auch irgendwie witzig, ne? Alter, was? Knorka kommt rein und ist nach kurz... Was waren das? Zwei Sofortattacken schon bei zwei Knochenkeulen. Ja, das muss so. Das ist, dieses Knocker war E-betrieben. Das bedeutet, das generiert viel schneller Energie, müsst ihr wissen. So, Frostetsche gegen da. Okay, das passt. Da wir deine Giftattacken resistieren, sieht das gut aus. Wir machen das jetzt so. Jetzt wird halt nur spannend. Oh, du lässt das durch. 1, 2, 3. Das könnten in der Theorie Erdkräfte sein. Ich werde schilden, weil ich jetzt einfach versuche runterzufarmen. Das sind die alles klar. Ich müsste runterfarmen können. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Wir haben das Matchup behalten können mit Zubiris und haben massenhaft Energie. So, dann versuchen wir dir jetzt die Rückkehr zu drücken. Und bleiben, denke ich, einfach drin, ne? Oder? Ach, wir gehen raus. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Wir wollen in dieser Situation nicht unbedingt drin bleiben. Ich hätte vielleicht sogar in mein eigenes Piondragi gehen können. Wäre auch eine gute Alternative gewesen. Oh, du kommst hiermit wieder rein. Dann machen wir das so. Ich hätte ködern können. Mein Freund, ich hätte ködern können. Na doch, berücksichtige das. Lässt man das dann durch, weil es ein Köder sein kann? Nein. Okay. Die Gegner sind schon so verwöhnt oder sind schon so verwirrt, sagen wir mal eher, und gehen davon aus, dass jedes Nidoqueen ködert. Aber nein, nicht jedes. Ich köder nicht immer. Und du schluckst jetzt den Köder. Perfekt. So, das heißt, wir können jetzt hier rein... Sofort Attacken machen. Du hast nämlich eine Sekunde gewartet und musstest erstmal schauen, was reinkommt. Das heißt, wir können das jetzt so machen, den Move durchlassen. Zack, schaffen noch eine Sofortattacke und gehen dann in unser eigenes Piondragi. Ich habe noch ein Schild und das sieht doch gut aus, oder? Wir versuchen jetzt natürlich für die Attacke zu gehen, der Gegner gibt auf. So, da hatte er auch nicht mehr viele Möglichkeiten, das hier noch zu gewinnen, da wir halt noch ein Schild haben. Das heißt, die ersten Moves hätten wir selbstverständlich durchgelassen, falls ich die Senkung vom Knirscher abbekomme. Oh, gut, dass ich da irgendein Pokémon ausgewählt habe, das noch tot ist. Sonst wäre ich jetzt einfach so mitten
im Halloween Cup Video in der Meisterliga gelandet. Das muss natürlich nicht unbedingt sein, aber wie gesagt, wenn man noch ein Schild hat und der Gegner hat die Möglichkeit, die Verteidigung prozentual zu senken, könnte man in Erwägung ziehen, den ersten durchzulassen, natürlich nur, wenn man den auch gut überlebt, ne? So, hier muss der Gegner auf Spukball. Kann natürlich ködern, bringt ihm aber nicht so viel. Er ködert trotzdem. Bringt ihm nicht so viel, da wir die Giftattacke resistieren. Das heißt, die kann man getrost durchlassen. Jetzt macht er mehr Schaden. Ja, ist in Ordnung. Wissen wir. Aber das passt. Wir haben das Ding hier mit Unlichtattacken, was gut in der Meta sein kann, um irgendwelche Pokémon zu nerven. Wir fahren jetzt runter, ne? Oh, du machst das so. Ich hätte jetzt hier nochmal einsetzen können. Wir behalten aber mal die ganze Energie und gehen raus. So, da ich hier einen Move überlebe, lassen wir das mal durch und gucken, wie viel das verursacht. Das macht jetzt nicht die Welt. So, 1, 2, 3. Da ich kurz davor bin, zweimal so eine Ladeattacke hier zu bekommen, gefällt mir das doch gut. Wir haben unsere Abschwächung drüben wieder zurücksetzen können, schaffen hier noch eine zweite Attacke, was klasse ist, haben immer noch zwei Schilde und ein Nidoqueen, das später Lust hat auf die Vernaschung von Feen-Pokémon. Er kann nicht runterfahren, weshalb er hier einsetzt. So, er hat den Golbat. Das Golbat schafft eventuell noch einen Giftzahn. Das wiederum bedeutet, wir können hier runterfarmen und haben immer noch drüben die Attacke, weil ich hier halt garantieren kann, dass der Gegner keinen Move mehr schafft, weil unsere Sofortattacken effektiv sind und Nidoqueen ganz guten Damage raushaut. So, Apokalyp kommt, wir snipen ganz entspannt mit unserem Move. Zack. Der Gegner hat nicht eingesetzt und beziehungsweise nicht abgefangen, eher gesagt, und das gefällt mir. So, er setzt jetzt hier nochmal die Giftattacke ein, die wir eigentlich auch durchlassen, was jetzt nicht unbedingt einen Fehler darstellt. Das heißt, runterfarmen und wir schaffen immer noch einen Schmarotzer und haben dann ein Nidoqueen mit zwei Schilden, was dadurch die Möglichkeit hat, 100% auf Erdkräfte zu kommen, gerade durch den Energievorteil, den wir haben. Das heißt, wir besiegen dich. So, zwei Schilde. Und das sieht gut aus. Kann ich hier auch einen Eisstrahl überleben? Komm, wir Two-Shielden flexen. Wir machen das. Entweder besiegst du mich, weil ich dumm bin, oder du köderst. Alles klar. Die Server machen Sachen. Ich habe schon gedacht, dritter Schild. So, Erdkräfte kommt und wir gewinnen das hier mit zwei Schilden. Das ist jetzt hier reiner Flex-mäßig so, ne? Nein. Mir war halt klar, dass ich da auch den Eisstrahl überlebe, weshalb ich hier nicht unbedingt schilden wollte. Und wir haben wieder gesehen, dass die Kombination aus Zubiris und Piondragi wunderbar funktioniert. Die haben wieder den Hauptteil der Arbeit gemacht. Und wir sind hier sogar mit einem knackigen 5:0 rausgekommen, obwohl wir dieses eine, oh, Hallöchen, dieses eine gute Match da hatten, wo ich einfach über Sekunden nichts machen konnte. Trotz dessen, ich habe jetzt keine Lust hier zu warten. Och, ey, willst du jedes Mal angreifen, wenn ich werfen will? Ist das echt so? Oh, bitte wander nicht. Ich hasse Pokémon, die wandern, bleibt drin. Mann, ich habe keine Lust, jetzt Bären zu geben und so. Komm schon. Ich hasse es, wenn die wandern, Mann. Warum wandert ihr? Die rechte Seite kann ich eh nicht. Und ich habe hier sogar mit dem Schnellfangtrick verkackt, weshalb wir uns hier das ganze Gewackel angucken müssen. Ich will doch einfach nur, dass das schnell geht. Nein, ich wollte keine Bären. Das soll schnell gehen, ich will dich fangen, ich will mir den Sternstaub abholen und das, okay, perfekt. So, ich hoffe, dieses Video trotz Server hat euch gefallen. Gerne natürlich euer Feedback zu dem Kampf in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.